Willkommen zum Video und heute geht es mal um die Cope-Card-Falle bzw. ja, wo Leute ganz gerne mal herumtricksen. Und ich finde, das ist eigentlich auch fake, weil wenn man darauf reinfällt, dann wird einem was gezeigt hier und es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und zwar, worauf ich hinaus will, die ganzen Online-Marketer, die ganzen Leute, die auch auf YouTube Videos machen und dann nur immer den Umsatz zeigen. Das, was ich jetzt meine, ist Folgendes. Und zwar, wir sind jetzt hier in meinem Copecard-Account. Wir sehen jetzt hier meine Einnahmen mit der Geldmaschine 3.0 nach 6 Tagen. Und ich habe, was die Geldmaschine ist, also ich habe schon mal ein Video zur Geldmaschine gemacht. Das ist halt ein Videokurs, in dem erklärt wird, wie man online Geld verdienen kann. Link dazu in der Beschreibung. Aber was ich jetzt sagen will, ist Folgendes. Und zwar, es geht jetzt hier um dieses Thema. Viele Leute zeigen einfach nur hier den Bruttoumsatz. Und der Bruttoumsatz ist auf keinen Fall das, was man verdient. Und viele, die jetzt das hören, die denken, oh, 200 Euro damit verdient. Und nein, man hat nicht diese 200 Euro verdient. Man hat zwar den Umsatz gemacht, allerdings ist der Nettoumsatz nochmal was ganz anderes. Hier nämlich 170 Euro. Das ist der Nettoumsatz. Und das, was man verdient, ist der Netto-Rohertrag. Das heißt, aus diesen 170 Euro werden noch 120 Euro. Also sind die tatsächlichen Einnahmen hier, liegen hier bei 120 Euro in diesem Beispiel. Also knapp 80 Euro weniger als es beim Umsatz angegeben wurde. Und viele Leute zeigen einfach nur den Umsatz. Und das ist auf keinen Fall aussagekräftig, weil man weiß nicht, wie hoch die Spanne zwischen Umsatz, Nettoumsatz und dann Netto-Rohertrag, also dann der tatsächliche Gewinn, ist. Deswegen, Leute, lasst euch nicht blenden, wenn Leute irgendwelche Einnahmen zeigen, ja 1000 Euro am Tag, wie auch immer. Ja, das ist vielleicht der Umsatz, aber vielleicht ist der Gewinn nur, keine Ahnung, 600 Euro oder nur vielleicht sogar 300 Euro, je nachdem, wie das Ganze dann verlaufen ist hier beim Nettoumsatz und Netto-Rohertrag. Also Leute, lasst euch da nicht blenden. Schaut nur auf den Netto-Rohertrag und nicht auf den Umsatz, Brutto sowieso nicht und Netto auch nicht, weil viele zeigen dann auch den Netto-Umsatz, weil sie denken, ja Netto ist ja was, was man bekommt. Nein, der Rohertrag ist das, was man bekommt. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Wie gesagt, ich habe das Ganze mit der Geldmaschine verdient. Link dazu in der Beschreibung und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.